Hauptinteresse eindeutig bei elektronischen Werkzeugen, sei es Batteriewerkzeuge oder grundsätzlich elektrische Werkzeuge. Von der Anwendung her bei Direktverschraubung in Kunststoff und in Druckguss. An dieser Station haben wir das Koala-Verfahren. Das Koala-Verfahren ist ein Verfahren zur Erkennung der Kopfauflage bei selbstfurchenden und selbstschneidenden Schrauben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, über die Steuerung, über unser System, die Kopfauflage der Schraube am Bauteil zu erkennen und somit den Teil, den wir eindrehen, oder über den Teil, den wir eindrehen, die Klemmkraft genauer zu steuern. Hier sehen wir eine Werkerführung mit einem Rolex Handling System. Wir arbeiten uns hier dementsprechend nach vorgegebenen Positionen durch den Prozess und damit erreichen wir eine hohe Prozesssicherheit. An dieser Station sehen wir die neuen Akkuwerkzeuge von Desuta. Wir erlauben damit dem Werker ein freies Bewegen im Raum wie ein Vogel beim Nestbau. Als weiteres Highlight zeigen wir hier an dieser Station ein neues Ortungssystem, mit dem wir feststellen können, wo sich das Werkzeug im Raum befindet und es nur da freigeben, wo wir auch schrauben dürfen. Wir sind die Architekten, wir planen und projektieren für Sie die entsprechenden Anlagen. Sie geben uns die Anwendung und wir entwickeln für Sie die entsprechende qualitativ hochwertige Lösung, die Sie benötigen für Ihren Montageprozess. Wir produzieren und planen alle Anlagen weltweit gleich und diese globalen Lösungen bedeuten für Sie, egal an welchem Standort Sie produzieren, haben Sie immer den gleichen Qualitätsstandard von Desuta. Das Programm von Desuta geht über die ganz normale Wartung und Service, über Kalibrierung, Inbetriebnahmen. Aber es geht sogar so weit, dass wir den Kunden vorschlagen, konzentrier du dich auf dein Hauptgeschäft und wir übernehmen den kompletten Service. Wie diese Alttänzerin den Prozess absichert, so sollten Sie das natürlich auch mit Ihrem Schraubprozess tun. Zu diesem Zweck haben wir eine umfangreiche Palette an Messmitteln, wie zum Beispiel diesen Drehmomentschlüssel mit digitaler Anzeige und Funkübertragung an ein entsprechendes Computerprogramm. Delta 6, ein kompaktes Drehmomentmessgerät und natürlich unser Delta Card, mit dem Sie mit einfachsten Mitteln Ihre Werkzeuge gegenmessen können. Heute interessant war, die kleineren Anwendungen, weil bei uns nur die kleineren Größen dann eine Rolle spielen und auch die Messmittelinstrumente, also zur Messmittelfähigkeitsuntersuchung, Prozessfähigkeitsuntersuchung. Ich finde es ein sehr gutes Konzept, in der Umgebung außerhalb der Arbeit in Ruhe mal Fragen stellen zu können zu bestimmten Themen, wo auch die kompetenten Mitarbeiter Fragen konkret beantworten können. Auch gerade der Vortrag zum Thema Schraubverbindung im Allgemeinen hat nochmal ein paar Hinweise in Erinnerung gerufen. Schraubfallhärte, Geschwindigkeiten, die schon mal sehr hilfreich waren. Abschließend für diesen Tag kann ich sagen, das war ein unglaublich guter Auftakt für unser Roadshow-Jahr 2014. Und wir werden noch weitere 11 Roadshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Und ich freue mich jetzt schon auf viele Besucher, gute Gespräche und natürlich auch für uns als Desuta ein erfolgreiches Jahr.